Und dann sind wir wieder. So, wir haben alles vorbereitet für unseren ersten Testlauf. Oh. Ja. Oh, Gold geht gar nicht. Ach so, ja klar. Genau, Gold wollte er direkt einsortiert, wer möchte. Und das geht nicht. Mir fällt gerade auf, wir haben vollkommen vergessen, dass wir die Dinger ja noch lernen müssen, beziehungsweise anpassen müssen. Ah, scheiße, jemand dann. Gut, jetzt gondeln die da alle rum. Na gut, kann natürlich sein, dass nicht alles rumgondelt, sondern die, die hier hätten rein sollen, da die da nicht reingepasst haben, also. Was? Auf jeden Fall sind zwei Blöcke in die Mülleimer verschwunden. Und zwar hiervon ein Block und davon ein Block. Ist jetzt jeweils im Mülleimer verschwunden, wahrscheinlich. Ist aber egal. So, jetzt müssen wir nämlich hier einmal komplett rausnehmen. Erstmal mache ich den Block hier mal da rein. Dankeschön. Das sind so viele Blöcke, ey. Oh, Scheiße. Oh Gott. Was haben wir getan? Haben wir noch Kisten? Ich brauche zumindest erstmal Kisten, um Gold und Diamanten zwischenzuspeichern. Dafür brauchen wir erstmal. Kisten ist doch bei Holz. Versucht mal nachzudenken, Ronny. Wir haben keine Kisten mehr. Das ist very, very sad. Gut. Dann. Brauchen wir keine Kisten mehr? Verdammt. Muss ich extra Kisten bauen? Das ist doch scheißen Dreck. Oh, keine Kiste. Wir hatten noch so viele Kisten. Gut. Muss ich einfach kurz mein Inventar ein bisschen auf. Wobei, nee, muss ich gar nicht. Wir brauchen. Na doch, eins müssen wir noch frei bekommen. Wir brauchen bloß ein bisschen Holz. Haben wir noch Holz? Nö, haben wir nicht. Nehmen wir Planken. Wir brauchen zwei Doppelkisten. Aber wahrscheinlich brauchen wir sogar mehr als zwei Doppelkisten, gell? Das heißt, wir brauchen 32 Holz. Das wären 8 hiervon. Danke. So. Dann kommt noch mal eins nach da. Und wir brauchen Schmiedeeisen. So. Ach, wir haben hier sogar noch. Ja, gut. Das, oh Gott. Ah, verdammt. So. Brauche erstmal Platz im Inventar hier. Geht ja gar nicht. Achso, geht also das hier, ne? Genau. So, wir brauchen. Schmiede jetzt brauchen wir doch nicht. Da. Wir brauchen Holz für Kisten. Ach, hab doch brauchen wir richtige Schlösser. Hab schon wieder an das alte klassische Maitas-Rezept gedacht, aber das funktioniert hier ja gar nicht. Haben wir da noch Schlösser? Nö, ich sehe keine. Das heißt, sie waren bestimmt down. Ich habe sie nur nicht gesehen. Was ein Traumata. Gut, haben wir noch Stahldinger? Haben wir noch, okay. Dann bauen wir uns mal neue Schlösser. Wie waren das? So und dann so und so? Nein, dann vielleicht. Verdammt. War das denn? Ach, okay, gut, dann halt so. So, wir brauchen. Das kannst du nochmal. Danke. Danke. So. Die kommen jetzt erstmal nach da. So, Inventar wieder leeren. So, das heißt, du nach da und die anderen beiden nach da. Sollte mal was essen hier. Dankeschön. So, jetzt wird's hart, jetzt wird's richtig Action.
Leider gibt es keine Funktion, womit man einfach alle Blöcke rausnehmen kann. Also so viele, wie man da tragen kann. Es gibt zwar eine Funktion, um alles reinzupacken, aber nicht um alles rauszunehmen. Das wird mehrere Folgen dauern. Alleine das rausnehmen und vor allem auch das hier reinpacken. Na gut, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nur bei Diamant und Mese. Hoffe ich zumindest, sonst haben wir ein ganz großes Problem. Ja, schon leer. Ah! Okay, warum gehen die nicht in den Müll rein? Moment, die hat noch im Müll reingemacht. Erstmal hier. Warum gehen die nicht in den Müll rein? Einfach mal so nebenbei eine gesamte Doppelkiste voll mit Dia-Blöcken gefüllt. Ja, let's go. Der hätte doch eigentlich da in den Mülleimer schmeißen müssen. Ach, ich habe den blauen Ausgang noch gar nicht aktiviert. Ah, der blaue Ausgang war noch gar nicht aktiv. Ja. Und dementsprechend hat das nicht nach da weitergeschoben. Ne, weil, wie gesagt, hier schiebt das einfach weiter, weil, ne, weil der Blau kann alles. Und ne, wenn alles voll ist, er kann es hier aber nicht weiterschieben, weil das Ding ist gar nicht aktiv. Das heißt, hier müsste jetzt auch eigentlich noch der Block drin sein. Was war das andere? Chrom, ne? Das heißt, sobald wir da jetzt das blaue Ding aktivieren, sehen wir leider nicht. Oh, der Islam ist uns beigetreten. Ich dachte, wir treten dem Islam bei, nicht andersrum. Egal. Verdammt. Ich würde gerne sehen. Keine Chance. Aber sobald wir das blaue Ding aktivieren, müsste der eine Block da rausgehen. Problem ist halt, das Ding ist im Weg. Ich glaube, das ist scheiße. Da müssen wir halt einfach schnell sein. Ja. Jetzt ist einfach alles da reingegangen. Ne? Okay. So, das heißt, wenn wir hier blau aktivieren, müsste jetzt genau das gleiche passieren. Oh ja. Ja. Diesmal war ich zu langsam. Verdammt. Aber ja, jetzt ist alles weg. Das heißt, ist alles in den Mülleimer gegangen. Das heißt, die Anlage funktioniert an sich. Ein Glück ist Mese und Diamant da hinten, sodass da nicht passieren kann, dass sie dann gelöscht werden. Wobei gut, ein Mese und Diablock kann man jetzt sagen, ja. Aber trotzdem, es geht ums Prinzip. Wir haben nur eine Doppelkiste voll davon. Digga. Holy shit. Einfach 6000 Meseblöcke. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Es sind aber wirklich abgeschlossene Kisten, ja? Okay, gut. Sonst würde es jetzt garantiert einer von hinten erschlagen und uns ausrauben. Ei. Gut, der Islam ist schon wieder weg. Der Islam ist bei uns ausgetreten. Okay, wir haben mehr Mieseblöcke als Diablöcke. Okay. Alter, ist das gelb. Alter, meine Augen brennen gerade. Das ist definitiv zu viel Gelb gerade im Bildschirm. Boah. Ich meine, hier, das geht noch, ne? Blau ist eine einigermaßen gesamte Farbe, so. Aber das brennt ja richtig in den Augen. Holy shit. So, und jetzt können wir hier mal das rausnehmen. Und hier reinpacken. Wieder rausnehmen. Alter, guck mal, wie langsam diese Prozentzahl runtergeht. Erstens tötet mich meine Maus heute nach dem Schlaf. Und zweitens, ja, ich meine, es geht einigermaßen. Wir haben jetzt schon ein Zehntel geschafft. Es sind zum Glück bloß die drei Kisten, die so extrem voll sind. Es ist also machbar. Es dauert zum Glück keine mehreren Folgen. Sondern nur so eine Folge. Oh, mein Zeigefinger stirbt schon ab.
Yay, wir haben definitiv zu viel Stuff. Ich wollte ja auch, stand auch in meiner To-Do-Liste, Stuff aus Dwarven wegwerfen, dass ich hier ein bisschen was einfach, ja, don't know. Halt wegwerfen, ne? Das wäre eigentlich gar keine. Oh, warte mal kurz. Müsste eigentlich, wenn ich jetzt angenommen, ich baue jetzt die Kiste hier ab. Ich will die Kiste abbauen. Genau. Jetzt müsste ich die Kiste wieder hinbauen. So. Ja, wie gesagt, nur drei Blöcke bekommen. Ich sage bitte nicht, dass alles andere in die Pipe gegangen ist. Ach, wurde auch hier unten gedroppt. Ja, gut. Wow, okay, es wurde sogar so wenig gedroppt, dass alles in mein Inventar gepasst hat. Ne, weil wenn man so ein Ding einfach abbaut, geht eine gewisse Menge verloren. Aber dass so viel verloren geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ja auch die ganzen Upgrades sind alle weg. Nee, Moment mal. Kann sein, dass ein bisschen was nach oben gedroppt ist? Oh ja. Oh ja. Ach du Scheiße. Was habe ich getan? Gut, ich muss mal in den Flight-Modus gehen. Das war keine so gute Idee. Ja, es ist alles hier oben. Ach du Scheiß, die Wand dann. Oh Gott. Ja. Den Bug kenne ich tatsächlich. Ja, okay. Also ist doch keine Option. Ich weiß nicht warum, aber wenn man zu viele Sachen mit einmal aufnimmt, also man selber als Person, dieser Drops-Mods wahrscheinlich, und man Sachen aufnimmt, die man nicht aufnehmen kann, dann droppen sie über einem vom Himmel. Und deswegen landet die alles auf dem Dach. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ob das ist, da sieht man, dass immer wieder alles vom Himmel fällt. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Oder es einfach tatsächlich ein Bug ist. Tada. Sieht immer total lustig aus. Ja. Haben wir eigentlich noch mittlerweile unsere Upgrades wieder bekommen? Ne, noch nicht. Wo sind die Upgrades hin? Weil als wir die Kiste abgebaut haben, habe ich gesehen, dass die Upgrades gedroppt wurden. Ach, hier ist auch noch was. Das heißt, sie müssten irgendwo sein. Frage ist nur, wo? Auch noch was. Ist auch über. Alter! Oh Gott! Gut, das machen wir also am besten doch nicht. Oh Scheiße, was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh mein Gott! Wieder was, wieder auf dem Dach. Ja, ist auch wieder was auf dem Dach gelandet. Oh mein Gott! Also in der Theorie war das eigentlich eine ganz gute Idee. Aber in der Praxis, habe ich das Gefühl? Danke. Aber immer noch keine Upgrades. Ey, wo sind diese Upgrade-Dinger? Ey, lass mich durch. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Hier unten ist auch nichts. Nach unten getroppt wird eigentlich in der Regel nichts, sondern immer nur nach oben gedroppt. Wow. Schwarz. Ja, also die Idee funktioniert nicht ganz so gut. Ich meine, wir haben jetzt 80% verloren. Ist immerhin schon mal was. Ist also eine sehr radikale Möglichkeit, Sachen einfach verschwinden zu lassen. Aber scheinbar waren diese beiden Upgrades auch Teil der 80%.
Zumindest nicht die Nux mehr. Ich habe aber gesehen, als wir die Kiste abgebaut haben, müsst ihr mal gucken, aber als wir die Kiste abgebaut haben, da war hier, wurde erstmal alles hier als Blöcke gedroppt und dann ist es ja später runtergefallen und da hat ein bisschen was Blaues rausgeguckt. Und das Blaue, was rausgeguckt hat, waren diese Upgrades. Das war nämlich hier die Oberkante, die man da gesehen hatte, von dem Pfeil, die Spitze. Also die Dinger wurden auf jeden Fall gedroppt. Aber scheinbar hat die dann auch aus dem Leben gedroppt oder so. I don't know, ich habe keine Ahnung. Gut, okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Upgrades. Verdammt. Lief ja nicht so gut wie gedacht. Warum ist hier Kohle drin? Wer macht denn sowas? Nein, der Kohlestaub kommt hier gar nicht rein in die Anlage. Kohlestaub kommt nach da hinten in die Kiste. Bam. Ja, Upgrades. Aber hier habe ich Upgrades. Ja, doch, wir haben überall Upgrades drin, ne? Ja. Okay. Dann nehme ich hier erstmal welche raus. So, müsste auf jeden Fall ausreichen, genau. Da kommen dann später auch bloß die Dias und Mesokon rein. Auch das, dafür sollte es dann locker ausreichen. Packen wir die erstmal hier rein. Weil ich will die eh noch alle mit weiteren Upgrades ausstatten. Damit die nicht wieder so schnell volllaufen. Ich meine, wie gesagt, jetzt haben wir Mülltonnen, jetzt dürfte nichts kaputt gehen. Aber es ist ja trotzdem schade, wenn Sachen weggeworfen werden. Verloren gehen. So, dann haben wir hier schon mal 80% verloren. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wenn wir es ein bisschen anders machen, dann werde ich das, was wir im Inventar haben, erstmal im Backpack packen. Und einen Trick benutzen, den mir meine Oma erklärt hat. Und zwar Clear Inf. Bam. Und droppen damit einfach alles. Das Schöne ist, auch dieser Befehl, genauso wie wenn man stirbt, greift nur auf Inventar zu. Es greift nicht auf die Rüstung zu. Und es greift auch nicht auf die Backpacks zu. Das heißt, hier ist immer noch alles drin. Deswegen kann man diesen Clear Inf-Befehl relativ sicher nutzen, weil dann wirklich nur das gelöscht wird, was hier in dem Block drin ist. Alles andere zählt nicht als Inventar. Weil es halt technisch gesehen andere Arrays sind. Also andere Datenabschnitte im Programm. I don't know, wie man das erklären mag. Ja. Das heißt, auch hier nehmen wir erstmal so viel, bis wir hier bei, ja, wollte gerade sagen, bei 22% sind, aber dann sind wir jetzt schon drüber. Und alles andere droppen wir einfach. Ich meine, ich könnte auch eine Spende machen, einfach irgendwo am Spawn, irgendwie so eine Kiste hinstellen. Aber hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Es funktioniert halt einfach nicht, ne? Weil, ne, jemand, der es dann braucht, kann sich es dann eh nicht nehmen, weil garantiert irgendein anderer Heini, der gespawnt ist auf der Welt zum ersten Mal oder so, erstmal die Kiste sieht, sich direkt alles rausnimmt und dann nie wieder online ist. So. Und selbst wenn er wieder online ist, egal, er hat trotzdem ist dann irgendwie einer, der sich dann einfach alles nimmt. Von daher. Ich habe aber mal überlegt, tatsächlich eine kleine Anlage zu bauen. Als Admin, also als Walker. So eine Anlage wie hier unten ist, die einfach Scheiße generiert. Und dann aber nicht quasi die Anlage bis zu dem Punkt gebaut. Oder vielleicht auch nur bis zu dem Punkt. Und dann alles, was da reinkommt, also die Anlage ist irgendwo versteckt, also wo sie halt nicht stört. Jetzt nicht unbedingt versteckt, aber halt wo sie nicht stört. Und da ist dann am Ende so ein WLAN-Ding. Und dann direkt am Spawn selber ist dann so irgendwo so eine kleine Fläche, wo dann auch so ein WLAN-Ding ist, wo die Items quasi hin teleportiert werden. Und dann kann ich mit so einer Türverschachtlung. Also habe ich quasi erst ein T-Stück, wo die Sachen 1 zu 1 aufgeteilt werden. Ne, weil man erinnert sich, wenn man eine Tür hat und dann T-Stück baut, dann wird es immer, das eine geht nach links, das andere geht nach rechts, dann wieder nach links, dann wieder nach rechts, wird also ungefähr zur Hälfte aufgeteilt.
Die beiden enden dann auch wieder zu 2 T-Stücken, sodass es dann auf 4 aufgeteilt wird. Optional wird es dann nochmal aufgeteilt, dann haben wir 8. Und diese 8 Dinger gehen dann nochmal zu WLAN-Dingern. Und dann ist am Spawn irgendwo eine Fläche, wo denn diese WLAN-Dinger einfach im Boden drin sind, sodass die Items quasi dort rausgeschossen werden. Und dann quasi man damit halt eine Fläche hat, wo random irgendwelche Items spawnen, aber halt nicht mit einmal ganz viele, sodass sich einer einfach alles nehmen kann. Sondern es wird halt immer mal hier und da mal so einer, ne? Das heißt, man kann sich einfach hinstellen über eine Zeit lang, sammelt dann mit der Zeit schon Sachen auf. Wenn da natürlich keiner ist, sammelt sich doch ein bisschen was an, klar. Ach, da hat man natürlich Glück. Aber ne, so kann man sich immer hinstellen und mit der Zeit spawnen da irgendwelche schönen Sachen. Das war so eine Idee, die kam mir tatsächlich vorgestern oder gestern erst. Ja. Aber wie gesagt, die Sachen hier, so eine große Menge am Spawn. Und ich meine, erstens, das sind 50.000 Blöcke. Da müssten dann 20 Doppelkisten stehen, I don't know, oder ein Door. Aber wie gesagt, das Problem ist halt, nimmt sich dann einer alles raus und dann war's das. Bringt ja auch nichts. Gut, andererseits, wenn wir ein Door haben mit 50.000 Items, kann sich eine Person gar nicht mit einmal rausnehmen. Wäre es vielleicht doch eine Option. Oh Leute, ey. Ey, wir haben es mit schon mal 50% geschafft. Diese Folge hier wird eine reine Management-Folge. Meine Maus glüht schon. Mein Finger blutet schon. We have progress. Inventar von Rolex gelehrt, Inventar von Rolex gelehrt, Inventar von Rolex gelehrt. Let's go. Wenn man einfach zu viel Stuff hat, ne? Das Problem ist halt auch die 3 Sachen, die man am meisten bekommt, ne? So Zink, Chrom und Blei, die brauchst du halt für nix, ne? Alles andere, so wie Schmiedeeisen, gut, Schmiedeeisen haben wir tatsächlich auch relativ 93, wow. Okay, also ne, sowas kann man gebrauchen. Oder, na gut, Silber und Zinn eigentlich auch nicht so viel. Aber hier Kupfer kann man halt viel gebrauchen für die Technik-Smobs, wenn man ganz viele Kabels bauen möchte, I don't know. Das, wenn man 20.000 AKWs betreiben möchte, gleichzeitig. Das hier, da kriegt man halt gar nicht so viel. Das ist ja der seltenste Block, glaube. Gut, und Gold kriegt man jetzt auch nicht so viel. Da braucht man aber auch nicht so viel. Aber wie gesagt, ne, die Sachen hier, die 3 Sachen, Zink, Chrom und Blei, da bekommt man so arsch viel von. Ja. Was man nie im Leben jemals brauchen kann. Deswegen wäre natürlich auch die Option, wie gesagt, man kann ja mit diesen T-Stücken in den Pipes schöne Teiler bauen. Und damit könnte man, wenn man genug Platz hätte, könnte man natürlich auch sagen, okay, so wie wir gemacht haben, wir filtern ja diese Zinkblöcke hier raus in den Drawer, dass man die nicht direkt in den Drawer leitet, sondern man quasi zuerst einen Teiler hinbaut, dann noch einen Teiler, dann noch einen Teiler, sodass man quasi 3 Teiler hintereinander schaltet. Und das Achtel, was dann hinten rauskommt, ne, wohl Hälfte, Viertel, Achtel, das Achtel, was dann hinten rauskommt, das geht dann in Door und alles andere geht in Mülleimer. Ne, dann würde man direkt nur noch ein Achtel davon bekommen. Also das wäre auch eine Option. Aber ja, I don't know. Also es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege, dem Herr zu werden. Man müsste sie nur ergreifen oder beschreiten. Ach, Leute. Und was macht ihr so den ganzen Tag über? Bei uns ist gerade trübe und nass und ich möchte heulen. Das heißt, hier müssen wir auch noch eine ganze Menge umsiedeln.
Ich wünschte, ich könnte einfach so einen Injektor davor knallen, eine Tür nach da und dann einfach den Injektor mit einem Mesokon-Signal befeuern. Das ist einfach manuell, aber selbst das würde ewig dauern. Ich meine, da müssten wir nichts machen, es würde dann alleine laufen. Aber selbst das würde ewig dauern. Weil er macht nur einen Block mit einmal, ne? Gleich geschafft. Also der Block. Yay. So. Jetzt das gleiche mit Blei. Hab gerade was gehört. Was war das? Irgendjemand hat gerade hier meinen Fahrstuhl oder sowas genutzt. Ich glaube, die machen so eine Geräusche. Gut, ich habe noch eine andere Idee. So, jetzt müsste der hier gleich. Ne? So, was haben wir hier? Nein, 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 machen wir noch. Und dann habe ich eine andere Idee, die wir auch machen können. Um die Sachen einfach, um die restlichen Sachen ganz schnell zu löschen. Und zwar nehmen wir vorher einfach die Upgrades raus. Erstens wird da schon eine Menge gedroppt. Und zweitens können wir jetzt Dinge dann doch abbauen. Ohne dass die Upgrades verloren gehen. Tada! So, jetzt bauen wir das Ding wieder hin. Und schon ist das Ding leer. Können wir die Upgrades reinpacken. So, und jetzt. Obwohl. Ja, gut, genau, jetzt haben wir den ganzen anderen Kladderadatsch. Clear-Inf. Wie das aussieht, Alter. Das sieht so krank aus. Oh, das war's schon. Felderon ist gegangen. Nein. So, sind die anderen alle? Hier müsste noch eine Menge sein. Ne, diesmal nicht. Ah, da unten ist eine Menge. So, jetzt ist hier alles ist weg. Da wir Sachen aber alle aufgenommen haben, sind die anderen Sachen jetzt garantiert wieder. Ach, oh, guck mal, hier sind noch welche. Die anderen Sachen garantiert wieder auf dem Dach gelandet. Oh, nee, doch nicht. Interesting. Okay, ja, doch, alles sauber. Alles sauber. Cool. So, jetzt hat das Ding wieder so Upgrades. Hier ist auch Upgrades drin. Da sind Upgrades. Da haben wir auch Upgrades. Genau, alles richtig. So, das Einzige, hier, bei dem müssen wir jetzt alles überspielen. Zumindest würde ich hier erstmal alles behalten wollen. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir da hier nicht alles behalten wollen. Ist immer ein Eisen. Oh, okay, ich glaube, wir machen mit der Folge erstmal Pause. Ende Feierabend. Bis zur nächsten Folge.